in the past 3 weeks, in den letzten 3 Wochen, centered on the rest of God. Und wir haben uns auf die Ruhe Gottes fokussiert. We've come to realize without any shadow of doubt. Wir sind zu der Feststellung gekommen, und zwar ohne Zweifel, that the Father's intention was for us to walk in the state of rest. Die Absicht des Vaters ist, dass wir in den Zustand der Ruhe hineinkommen und wandeln. To walk in this life in the state of rest. Nämlich in diesem Leben in dem Zustand der Ruhe zu wandeln. This simply means that whatever we do, das heißt ganz einfach, was auch immer wir tun, we do them in him. Tun wir in ihm. And so Paul, he coins this very revealing statement in the book of Acts 17. Also Paulus hat es so wunderbar ausgedrückt in Apostelgeschichte 17. That in him we live, in him we move, in him we have our being. Nämlich in ihm haben wir unser Dasein, in ihm leben wir und in ihm bewegen wir uns. And so whatever we do, whatever we interact with others in this life, we're doing that in the state of rest, in the state of being in Christ. Sei es unser Umgang mit anderen oder was auch immer wir unternehmen, all dies geschieht in Christus. And so it is so important for us to understand what it means to be in Christ. Deshalb ist es wichtig für uns zu begreifen, was es heißt, in Christus zu sein. Everything that God has given to us. Alles, was Gott uns geschenkt hat. Everything that God has made us to be. Alles, was Gott zu allem, was Gott uns gemacht hat. All that has to do with himself revealed to humanity. Alles, was mit seiner selbst zu tun, die der Menschheit offenbart ist. He has intended in himself to do all this in Christ. Er hat in sich beschlossen, all das zu tun in Christus. So it is so important for us to understand. Deshalb ist es sehr wichtig für uns zu begreifen, where we are, wo wir sind, what we have, was wir haben, and the position in which God has established us. Und auf welche Stellung hat uns Gott gegründet. And so we base our text on the 2 Corinthians 5 from the verse number 14. Heute lesen wir 2. Korintherbrief 5, Vers 14. The word says that for the love of Christ constraineth us, because we tossed judge, that if one died for all, then we're all dead. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist, somit alle gestorben sind. God intended us to partake of the love of Christ. Also Gott beabsichtigt, dass wir Anteil an der Liebe Christi haben. And this intention was established even before anything was created. Und diese Absicht wurde fundiert, bevor überhaupt irgendetwas erschaffen wurde. So the love of Christ towards us. Und deshalb die Liebe Christi uns gegenüber was demonstrated in his incarnation, when the word became flesh. Ja, wurde gezeigt, und zwar in sein Menschwerdung, als Wort, der das Geist ist, Mensch wurde. But it intended even before everything was created. Doch diese Absicht gab es schon, bevor überhaupt etwas erschaffen wurde. And so Paul says, this love of Christ. Und Paulus drückt sich so aus, dass diese Liebe Christi constrained us. Bedrängt uns. The word constrained is suneko in also, the Greek. Drängen hier heißt suneko im Griechischen. It simply means to hold us together. Das bedeutet, diese Liebe hält uns zusammen. So the love of Christ, die Liebe Christi, is that which holds us together. Ist genau das, was uns zusammenhält. Is that which causes us to experience all that which Christ experienced for us. Ist genau das, was dafür sorgt, dass wir genau das erfahren, was Christus für uns an unserer Stelle erfahren hat. Now because of the love of Christ. Aufgrund der Liebe Christi. Everything that Christ is. Alles, was Christus ist. Everything that Christ has done. Alles, was Christus getan hat. Is attributed to us. Wird uns
zuteil. Because the love of Christ has to do with our identification with him. Denn die Liebe Christi hat mit unserer Identifizierung mit ihm zu tun. So the simplest definition of love. Die einfachste Definition der Liebe is identity. Heißt Identität. Identification. Identifizierung. And so Christ identified to us. Christus hat sich mit uns identifiziert. By showing to us his love that he has for us. Indem er uns seine Liebe zeigt, was that er für uns we hat. May be everything that he is. Damit wir alles sind, was er ist. All that which he has. Alles, was er hat. That we may also partake of it. Damit wir Anteil an diesen haben. This is the demonstration. This is the expression of the love of Christ. Aber genau das ist die Demonstration. Das ist der Ausdruck von der Liebe Christi. You know that which we need to understand. Das was wir begreifen müssen. That the what the gospel is communicating to you and I. Und zwar was das Evangelium uns kommuniziert, is not something God is adding to us. Ist nicht etwas, was von außen an uns hinzugefügt wird. God is not adding anything to you and I. Also Gott addiert nichts zu uns. God is revealing. Stattdessen zeigt Gott, was vorhanden ist. What he has made us to be. Wozu er uns gemacht hat. In Christ Jesus. In Christus Jesus. And so the most important thing that God demands from us today. Und das Wichtigste, was Gott von uns fordert, is for us to let go of that which previously we identified to. Ist Folgendes, dass unserer früheren oder vorigen Identität loslassen. But we can't do that until we see our true state in him. Doch dies können wir nicht tun, bis wir unseren wahren Zustand in ihm sehen. And so in Christ he's revealing who we are in actuality. In Christus also zeigt er tatsächlich, wer wir sind. So that we can let go that which we hold on to as that which identifies and defines us. Damit wir genau das loslassen, was wir bisher festgehalten haben als unsere Identität. And so Jesus Christ, Jesus Christus, he came to us, kam zu uns, in the representative capacity, nämlich auf der Ebene der Menschenvertretung. So that simply means, das heißt, that all humanity were represented in him. Die Menschheit wurde in ihm vertreten. So what happened to one, dementsprechend, was dem einen geschah, happens to all. Ist allen geschehen. So this is how we must look at Christ. Und genauso müssen wir Christus betrachten. He did not come as a singular man. Er kam nicht nur wie ein einfacher Mensch. He did not come as a person. Er kam nicht nur als irgendeine Person. In him was the representation of all. Er verkörperte die Vertretung der Menschheit. And so everything that he will ever experience, dementsprechend alles, was er je erfahren wird, the Spirit of God will confer that to us on a legal time as if it happens to us. Genau das wird der Geist Gottes uns übermitteln, und zwar rechtmäßig, als wäre das uns geschehen. And so we realize Jesus with his own words in John 14, the verse number 6. Und da stellen wir fest, dass Jesus Folgendes in eigenen Worten sagte, in Johannes Evangelium 14, Vers 6. I am the way, the truth and the life. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. No one came to the Father except through me. Also niemand kann zum Vater kommen, es sei denn durch mich. And so here we see very plainly that the destiny, the destination of all men was to get back to the Father. Und hier sehen wir ganz klar, das Ziel wirklich aller Menschen ist wieder dem Vater zurückgeführt zu sein. Because the love of the Father is in Christ. Denn die Liebe des Vaters ist in Christus. The Father has loved us. Der Vater hat uns geliebt. The Father is love. Der Vater ist die Liebe. But the love of that of the Father is in the person of Jesus. Doch die Liebe des Vater befindet sich in der Person Jesu Christi. And so the Father embodies the rest of man. Und dementsprechend verkörpert der Vater die Ruhe des Menschen. So every man on the face of the earth finds its rest
in the Father. Jeder Mensch, und zwar auf Erden, findet seine Ruhe im Vater. Because that is our destiny. Denn warum? Er ist unsere Bestimmung. We were created to rest in God. Wir wurden erschaffen, in ihm Ruhe zu finden. To have our satisfaction in him. In ihm unsere Sättigung, unser Zufriedensein to zu finden. Have our definition in him. Ja, unsere Definition, unsere Persönlichkeit in ihm zu haben. The wholeness of who we are. Ja, die Ganzheit dessen, wer wir sind, soll in ihm gefunden sein. Das ist im Vater. And Jesus, Jesus, who represented all of us, der uns alle vertreten hat, brought us back to that place of rest. Führte uns zurück zu dem Ort, zu unserem Ort der Ruhe. That's why he cried in the book of Matthew 11, the verse number 28 and 29. Und deshalb hat er rausgerufen in Matthäus 11, Vers 28 und 29. He says, "Come unto me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Kommt zu mir, ihr mühseligen und beladenen, und bei mir findet ihr Ruhe. Rest is a state of mind. Also Ruhe ist ein Zustand, ein Sinneszustand. It doesn't mean you won't have troubles in this world. Also das bedeutet nicht, dass dein ganzen Wandel auf Erden Friede, Freude, Eierkuchen wird. It doesn't mean you will not experience external pressure. Also das bedeutet nicht, dass du ausgenommen wird von äußerlichem Druck. No, it's a state of mind. Nein, es ist ein Sinneszustand. It's a place of rest. Das ist der Ort der Ruhe. That is where we do whatever we call to do. Nämlich von dort aus tun wir genau das, was wir tun sollten. We relate with each other from the state of rest. Wir gehen miteinander um, und zwar aus dem Standpunkt, aus dem Zustand der Ruhe. We go along with our walks. You know, our vocation. You know, Monday, tomorrow, most of us we're going to walk. Mm-hmm. We go. In the state of rest. Ja, also Montag kommt und viele von uns werden arbeiten gehen oder Schule, studieren, was auch immer. All diese Unternehmungen tun wir, und zwar aus dem Zustand der Ruhe. Now when we observe the world today, our generation in which we live, there's a word that characterizes everything we do. Doch wenn wir die Welt heute anschauen, besonders diese Generation, es gibt einen Begriff, was definiert, was wir alles tun. Stress. Und das ist Stress. Everybody is stressful. Also jeder ist gestresst. This is an indication that we don't know our Father. Also das ist ein Anzeichen, dass wir unseren Vater nicht kennen. It's a fatherless generation, other would term it. Also manche würden sagen, das ist eine vaterlose Generation. Amen. Amen. Because the Father is the source of your identity, the source of rest, the source of your wholeness, the source of your destiny. Denn der Vater ist die Quelle deiner Identität, die Quelle deiner Ruhe, die Quelle deiner Bestimmung. And so here the word of God tells us that the Father is good. Und hier sagt uns das Wort Gottes, dass der Vater gut ist. And so Jesus has brought us to the Father who is good to us. Jesus hat uns zurück zum Vater gebracht, der gut ist. And Jesus is the truth. Und Jesus ist die Wahrheit. So the mission of the truth, also die Mission der Wahrheit, is to bring you to the truth, laut, and to good. Lautet, dich zurück zum Guten zu bringen. So the truth, also die Wahrheit, has its mission. Hat ihre Mission. So that's why Jesus says, you will know the truth. Und deshalb sprach Jesus, du wirst die Wahrheit erkennen. And the truth will make you free. Und die Wahrheit macht dich frei. Because the state of freedom, denn der Zustand der Freiheit, is to rediscover the goodness of God towards you. Heißt, wieder zu entdecken die Güte Gottes dir gegenüber. Amen. Amen. The unconditional love that the Father has towards us. Also die bedingungslose Liebe, die der Vater uns gegenüber hat. And so the truth, dementsprechend die Wahrheit, came to bring us, kam um uns, to experience the goodness of the Father. Zurück zum zur Güte des Vaters zu führen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Hallelujah. Hallelujah. This is good news. Das ist gute Nachricht. And so
Because of that, Paul begins to unfold to us what the gospel is all about. Und deshalb hat Paulus angefangen, unter der Inspiration des Heiligen Geistes uns zu erläutern, was das Evangelium heißt. It's unfolding the revelation of the goodness of the Father that is demonstrated in what Jesus Christ did on our behalf to bring us to that place, to that destination in which we are whole, in which we are satisfied, in which we are accomplished. Und das Evangelium zeigt uns die Güte des Vaters, nämlich indem er durch Jesus uns zurückführen zu sich selbst, wo wir unsere Ruhe finden, unsere Sättigung, unsere Vollkommenheit, unsere Ganzheit. Amen. Amen. So we can just summarize this, you know, this statement of Paul in 2 Corinthians 5, the verse number 14, this way. Und auf folgende Art und Weise können wir Paulus' Aussage in 2. Korintherbrief 5, Vers 14 zusammenfassen. The rest of Christ constrained us. Nämlich die Ruhe Christi drängt uns. Love has to do with his rest. Denn die Liebe hat mit seiner Ruhe zu tun. The goodness of God constrained us. Ja, die Güte Gottes drängt uns. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The identity of God constrained us. Die Identität Gottes drängt uns. And therefore, he then adds something which is so important. Und dazu fügt er etwas, was Wichtiges. He says, then, the second part of the verse, he says, because we thus judge. Da wir zu diesem Urteil gekommen sind. That if one die for all, then we're all dead. Dass einer für alle gestorben ist, somit alle gestorben sind. Because we thus judge. Weil wir zu diesem Urteil gekommen sind. You know, every time we walk on earth, also unser Wandel auf Erden, everything we're doing, alles was wir tun, is based on a conclusion. Ist wirklich auf einen Entschluss basiert. Is a judgment. Es ist wirklich ein Urteil. Now you and I, all of us, wir alle, you may not know it, du magst es ja nicht erkennen, but every moment you're judging, also jeden Augenblick triffst du eine Entscheidung. There is always a conclusion that pushes you to do what you do. Es gibt immer einen Entschluss, was dich antreibt, nämlich so zu handeln, wie du tust. And so here Paul says that because of the love of Christ that holds us together, that constrained us, we make this decision, we make this conclusion. Hier drückt sich Paulus so aus, nämlich aufgrund der Liebe Christi, die uns zusammenhält, treffen wir diese Entscheidung. That if one die, dass wenn einer stirbt, all, if one died for all, then we're all dead. Nämlich wenn einer für alle stirbt, dann sind alle gestorben. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So one represented all. Also einer hat wirklich alle vertreten. For all to die, one has to die. Damit alle sterben, musste einer sterben. And so Paul is giving to us a conclusion from God's perspective. Paulus zeigt uns Gottes Entschluss. How does God judges every action of any man that walks on the face of the earth? Wie betrachtet Gott und zwar jegliche Handlung von jedem auf Erden? How will God want you and I to walk on earth based on what conclusion? This is what Paul is unveiling to us here. Nämlich aus welchem Entschluss möchte Gott, dass du und ich, dass jeder Mensch auf Erden wandelt und Entscheidungen trifft und handelt. It says, if one died, hier heißt es, wenn einer für alle gestorben ist, then we're all dead. Somit sind alle gestorben. So now Paul is trying to tell us that it is only one that is alive. Hier offenbart uns Paulus, dass es nur einen gibt, der am Leben ist. It's only one that contains life. Es gibt nur einen, der das Leben verkörpert. One died for all.
einer ist für alle gestorben, all is dead. Das bedeutet, dass alle gestorben sind. And so it is only one that contains life now. Nun heißt es, es gibt nur einen, der das Leben beinhaltet. And so life is in Christ. Leben also ist in Christus. Everything that has to do with life is contained in the person of Jesus. Alles, was mit Leben zu tun hat, findet man in Jesus vor. And look at what Paul says in the verse after. Wir schauen uns Vers 15 an. He says, and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Amen. Amen. This is so powerful. Und das ist sehr kraftvoll. And this is what Jesus Christ has actually given to you and I today. Aber genau das hat Jesus Christus dir und mir geschenkt. In his representative capacity. In seiner Fähigkeit der Vertretung für die Menschheit. He died our death. Er starb unseren Tod. In everything that we can identify ourselves to. In allen Dingen, womit wir uns identifizieren können. No matter what we've ever committed in this life that can define us. Also egal, was wir bis jetzt getan haben oder gelassen haben, was uns irgendwie irgendwo definieren kann. And so the Bible says that he died the death of all. Die Bibel drückt sich so aus, dass Jesus Christus den Tod aller gestorben Now, ist. One of the very important definition of death is this. Also einer der wichtigen Definitionen vom Tod lautet. You know, death simply means the tripping or the taking away of everything that identifies you. Tod bedeutet, wenn man alles wegnimmt, was dich bis hierhin definiert hat. Amen. Amen. So Jesus Christ came. Also Jesus Christus kam. And he took away. Und er nahm weg. Everything that can ever identify or gives you an identity. Alles, was dir jemals eine Identität verleihen kann. Everything. Alles. Your mistakes. Deine Fehler. Your success. Also sogar deine Erfolge. Everything that can give you an identity. Ich sag's mal in meinen Worten, sogar mein BMW. Your sickness. Ja, Krankheiten, die ich meine nenne. Reichtümer, die ich meine nenne. Tripped man of all this. Also den Menschen hatte all diesen Dingen weggenommen. So that he will be the one in whom you and I will define ourselves from. Damit er unsere Definition, die Person, wodurch wir uns definieren dürfen. This is what it means. He died our death. Aber genau das heißt, er ist unseren Tod gestorben. We were dead because we identified to that which God does not recognize as our source. And so that gives us an identity. And Jesus Christ, he came in our representative capacity and he then partake of that which identify you. Amen. And as he died your death, you were tripped from those things. Und dementsprechend alles, was uns bis Christus kam und starb, definiert hat. All diese Dinge, ja, haben irgendwie uns definiert. Doch als Jesus Christus kam und er starb an unserer Stelle, seinen Tod, diese Handlung des Sterbens, nahm alles weg, was uns je eine Identität gegeben hat, außerhalb von Christus. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So today, heute also. He says, and he died for all that they which live should not henceforth live unto themselves. Hier heißt es, und für alle ist er gestorben, damit diejenigen, die heute leben, nicht mehr sich selbst leben. Yourself and myself. Also deine selbst und meine. Is based on merits. Sind wirklich auf Verdienst basiert. Amen. Mhm. Our human self. Also ich spreche von unserem menschlichen Selbst. Is based on merit. Ist auf Verdienst basiert. Is based on what you have, what you don't have. Ja, es basiert darauf, auf das, was du besitzt oder nicht besitzt. What you know, what you don't know. Was du weißt und was du nicht weißt.
It changes. It can change, right? Und das ändert sich dauernd. Amen. Amen. That's why today you will be your manager. You want to be Obermanager. Come on. Right. Ja, heute bist du ein Manager und du möchtest ein Betriebsleiter werden. So yourself, the definition of yourself, self-love is based on merit. Ja, also die Definition des, also der eigenen Selbst, also Selbstliebe ist auf Verdienst basiert. But the self that God gives to you and I. Doch die Selbst, die Gott, also der Gott dir und mir verleiht. Is based on what Jesus Christ deserves. Ist fundiert auf das, was Jesus Christus verdient hat. Is based on his merit. Es ist basiert auf seinen Verdienst. So God will act towards you not based on yourself, not based on what you deserve, but what his son deserves, because his son has become your life. Amen. Also Gott wird dir gegenüber in Handlung treten, nicht basiert auf das, was du verdient hast, ja, sondern auf das, was sein Sohn verdient hat, der dein Leben geworden ist. Amen. Amen. You see, so that is the reason. Deshalb. That there is nothing we can do to God. Also gibt es nichts, was wir für Gott oder ich sag mal, was wir Gott darbringen können und sagen, guck mal, das habe ich getan für dich, also segne mich. To receive from him. Ah, damit wir von ihm empfangen. Amen. Amen. There's nothing you can do. Ja, du kannst nicht beten oder schreien und sagen, Gott segne mich. Don't be a little bit depressed. It's good news. Also wirkt nicht schwermutig, freut euch, das ist gute Nachricht. In this world, auf dieser Welt, based on the spirit of this world, we are not the same. Wenn man nach dem Geist dieser Welt geht, sind wir alle ungleich. Because the spirit of this world is the spirit of merit. Ja, denn der Geist dieser Welt ist der Geist des Verdienstes. You get because of what you can do. Also das, was du bekommst, ist entsprechend dem, was du leisten kannst. But from God's perspective. Doch von Gottes Blickwinkel. You receive because of what one deserves. Ja, du empfängst aufgrund dessen, was ein empfangen hat, was er ein verdient hat. You are blessed because Jesus deserved to be blessed. Ja, du bist gesegnet als Beispiel, weil Jesus verdient es, gesegnet zu sein. Because who you are today, denn wer du heute bist, is as a result of your association to Christ. Ist ein Resultat deiner Gemeinschaft, deiner Zugehörigkeit zu Christus. We are believers because we believe our oneness with Christ, the one who represented us. If he represented us in his death, that he partake in his death, he partakes of all that we were, then what about his resurrection? Mm-hmm. So in his resurrection, all that he is also identified to us. Amen. So it is not what we can do to receive from the Father, it is what he has done. So your blessing and my blessing is as a result of what Jesus Christ deserves. This Amen. Is what the Bible refers to as grace. Amen. Und deshalb ist es wichtig zu begreifen, dass wir glauben. Glauben was? Glauben Jesus Christus, der unser Vertretung ist. Er hat uns nicht nur beim Tod vertreten, sondern er hat uns auch vertreten bei der Auferstehung. Nämlich alles, was ihm zugeschrieben ist, bei der Auferstehung, ist uns automatisch zugeteilt. Und das nennt man Gnade, nämlich den Austauschleben. That's a place of rest. Und genau dieses ist ein Ort der Ruhe. Glory be to God. Ehre sei Gott. So whatever you do in life, was auch immer du im Leben tust, you do it from the state of rest. Tust du das aus dem Zustand der Ruhe. So this does not mean you shouldn't do anything. Das bedeutet no. nicht, dass du gar nicht tun solltest. This simply means that God has placed you in a position. Das heißt ganz einfach, Gott hat dich auf der Stelle gestellt, that you can do more than your strength can ever carry you. Dass du wirklich vermagst, du bist in der Lage, mehr zu tun, als deine eigene Kraft jemals leisten kann. And whatever you do, you don't get tired. Und was auch immer du tust, du wirst nicht müde davon. Because you're doing it based on your oneness with Christ, so it is the energy of Christ, it is the
power of Christ that does through you. Denn deine Taten werden durch Christus also bekräftigt. Das heißt, die Kraft, womit du handelst, kommt aus Christus und deshalb ist Müdigkeit kein Thema. Amen. Amen. So that's why Jesus says, my yoke is light. He didn't say we're not going to have any yoke to carry, but he says, carry my yoke, because my yoke is light. Und deshalb sagte Jesus auch in Matthäus 11, dass mein Joch leicht ist. Nicht, dass wir gar kein Joch mehr haben, im Gegenteil. Wir haben noch, aber sein sollen wir annehmen, denn warum? Sein Joch ist definitiv leicht. Glory be to God. Ehre sei Gott. So Paul says, henceforth, live. We live no more according to ourselves. Und Paulus sagte hier, dass ab sofort leben wir nicht mehr entsprechend unseren menschlichen Selbst. But unto him which died for them and rose again. Sondern wir leben für denjenigen, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. The verse 16. Vers 16. It says, wherefore, henceforth, know we no man after the flesh. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Our life is based on who we know. Unser Leben ist darauf fundiert, nämlich auf wen wir kennen. Amen. Amen. So if you know, if what you know about yourself is according to the flesh, denn dein Selbsterkenntnis, wenn es entsprechend dem Fleisch ist, you will live the life of the flesh. Dann wirst du das Leben des Fleisches führen. And so Paul says, now, henceforth, from now, this is how we judge ourselves. Und Paulus drückt sich so aus, dass ab jetzt so urteilen wir, so betrachten wir uns selbst. So, if we don't live anymore after the flesh, wenn wir nicht mehr nach dem Fleisch leben, we are not supposed to live after the flesh. Und wenn, dann sollen wir nicht mehr nach dem Fleisch leben. We are not supposed to know ourselves after the flesh. Dann sollen wir uns nicht mehr nach dem Fleisch kennen. Now, if we are supposed to know ourselves after the one who resurrected from the dead, then we shouldn't look at him from his position of flesh. Wenn wir denjenigen, der für uns auferstanden ist, in dem wir unser Leben haben, wenn wir nach demjenigen leben sollen, dann sollten wir den zumindest betrachten und zwar nicht entsprechend dem Fleisch. Amen. Amen. Says we don't need to know each other. Also wir brauchen einander nicht zu kennen. After the flesh. Und zwar nach dem Fleisch. Because if I know you after the flesh, wenn ich dich nach dem Fleisch kenne, I will relate with you after the flesh. Dann werde ich mit dir umgehen entsprechend dem Fleisch. It will depend on what you are identified to. According to the spirit of this world, according to the spirit of merit. So I will relate with you because of what you are in terms of your definition in this world, what you have, what you can give, or what I need. And so Paul is saying, no, from now forth, if we are joined to Christ, we can know no man after this standard anymore. Denn dich nach dem Fleisch zu kennen, würde bedeuten, ich kenne dich entsprechend der Art und Weise, entsprechend dem, womit du dich definierst, sprich deinem Verdienst, deinem sozialen Status, ja, mit wie du dich kleidest, mit wem du dich abgibst, ja, wie hochnäsig oder niedernäsig du bist, wie auch immer. Der Punkt ist folgende, ich werde mit dir so umgehen, entsprechend dem, wie du dich definierst. Und Paulus sagt, nein, das gilt für uns nicht mehr in Christus. Amen. Amen. In Christ Jesus, in Christus Jesus, there is no differences anymore. Gibt es keine Unterschiede zwischen uns mehr. Between us and God. Also sogar zwischen uns und Gott gibt es keine Unterschiede between mehr. One another. Ja, und zwar also untereinander gibt es keine Unterschiede. Amen. Amen. Sin simply means to miss the mark. Ja, Sünde heißt einfach das Ziel zu verfehlen. We miss the mark because we saw ourselves different from our source, which is God.
Das Ziel haben wir verfehlt, weil wir uns anders gesehen haben als unsere Quelle. Unsere Quelle ist Gott. And as a result, we see ourselves different from one another. Zur Folge sehen wir einander anders. I see you because of what you do. Ja, ich sehe dich aufgrund dessen, was du tust oder nicht tust. I see you because of what you have. Ja, ich sehe dich, ob du einen BMW fährst oder ob du einen Ford fährst. That's missing the mark. Ja, aber genau diese Art und Weise zu sehen bedeutet, man verfehlt das Ziel. But Jesus has restored, he has broken the differences. Doch Jesus hat diese Unterschiede zerschlagen. So in him, in ihm also, we're not different. Sind wir nicht mehr unterschiedlich. In him we're not different. In ihm sind wir nicht mehr anders. He's not talking about the flesh. Er redet nicht über das Menschsein vom körperlichen Sinn. Davon Amen. Ist nicht die Rede. At times I don't want to go to the Greek much because I know most of you don't even get into that references. Also ich möchte mich nicht so sehr auf das Griechische hineingehen, weil ja, das würde den Rahmen sprengen. Let me read this verse to you as it is written in the Greek. Also ich lese dir diesen Vers, so wie es im Griechischen geschrieben steht. The verse number 15. Also Vers 15. It says, and that he died for all. Und dass er für alle gestorben ist. They which live should not henceforth live as themselves. Damit die, welche leben, nicht mehr als sich selbst leben. But as him which died for them and rose again. Sondern als er, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Amen. Wunderbar. Hallelujah. Amen. So what Paul is trying to talk is saying here is not unto. Also Paulus' Aussage hat ja nicht mit für oder, sag ich mal, zur zu tun. Is that as he identified as us, so today in his resurrection we are identifying as him. So it is not for him, but as him. Und dementsprechend, da er sich an unsere Stelle identifiziert, er hat sich, und zwar als wir identifiziert, an unsere Stelle, dementsprechend, nämlich nach dem Tod, dementsprechend nach seiner Auferstehung sind wir an seiner Stelle getreten. Also wir leben an seiner Stelle. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Father. Danke, so, Vater. Christ did not only die for us. Also Christus ist nicht nur für uns gestorben. Christ did not only die with us. Christus ist nicht nur mit uns gestorben. Christ died as us. Christus ist als wir gestorben. As he is, so are we in this world. 1. Johannes 4,17 gibt uns diesen Hinweis, nämlich heute auf dieser Welt, so wie er ist, so sind wir. And so our identification, unsere Identifizierung, unsere Einheit mit Christus, is a reference to our oneness with him. Also bezieht sich auf unsere Vereinigung mit ihm. He that is joined to the Lord is one spirit. Ja, der sich dem Herrn anhängt, ist mit ihm ein Geist. In the flesh, ja, menschlich gesprochen, körperlich different. Gesprochen, wir sind anders. Some have white colors, black colors. Ja, manche sind hellhäutig, manche sind dunkelhäutig, manche sind rosahäutig. That's difference, right? Ja, das sieht man doch menschlich, da sagt man menschlich, das ist ja menschlich anders, oder? Amen, it's different, we're different. Ja, menschlich, also körperlich gesprochen, sieht man anders aus. But this is not what Paul is talking about. Aber hierauf bezieht sich Paulus nicht. He says we are one in the spirit. Nämlich im Geist sind wir eins. Because the spirit is who you and I are. Denn der Geist ist derjenige, den wir sind. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so if we are to know Christ after the spirit, und wenn wir Christus kennen, und zwar nach dem Geist, then we will live his life after the spirit. Dann werden wir auch sein Leben nach dem Geist führen. Now remember, Jesus tells us in the book of John 17, the verse number 3. Bitte erinnert euch, dass in Johannes Evangelium 17, Vers 3, Jesus hat folgende Aussage getroffen. It says, eternal life is to know him. Ewiges Leben heißt, ihn zu kennen. Is to know. Ja, zu kennen. And so he says, then we can know him after the flesh. Und hier heißt es, wir können ihn nicht nach dem Fleisch, nicht nach dem menschlichen Körper kennen. Amen. So we can have eternal life is not in the knowing
That has to do with the flesh. He's talking about our knowing, which is not fleshly. Also ewiges Leben kann nicht so entsprechend dem, sag mal so, dem Menschenkenntnis, entsprechend dem Körper erlebt oder gekannt werden, sondern es geht ja nach dem Geist. Now, let me give you the reason why it is so. Ich gebe euch mal den Grund, warum es so ist. Because Paul gives us a clue. Denn Paulus hat uns einen Hinweis in 2. Corinthians 4, verse 18. In 2. Korinther 4, Vers 18. He says, that which is seen is temporal. Da drückt es sich so aus: Das Sichtbare ist zeitig. That which you see with your eyes, das, was du körperlich siehst, that which is in the flesh, das, was man körperlich betrachtet, is temporal. Ist zeitig. Is subject to change. Ja, das ist der Veränderung unterworfen. Amen. Amen. Today you can be like this. Ah, heute bist du auf eine bestimmte Art drauf. And tomorrow you change. Und morgen ist es anders. Amen. Amen. This is temporal. This is visible. So, und da sieht man, dass Sichtbares zeitig ist. But he says that which is not seen. Und zwar das, was mit den bloßen Augen unsichtbar ist. Is eternal. Das ist ewiglich. And so the one who rose from the dead. Und deshalb derjenige, der aus den Toten auferweckt ist. That defines us. Der uns auch definiert. In whom we are identified to. In ihm haben wir unsere Identifikation, Identifizierung. Is not visible. Der ist unsichtbar. Amen. Amen. So what does that tells you? Was sagt dir das denn? It tells you that he's eternal, right? Das sagt dir doch, dass er ewiglich ist. And so his life is eternal, right? Das bedeutet doch, dass sein Leben ebenso ewiglich his ist. His blessing is eternal, right? Das bedeutet, seine Segnung ist genauso ewiglich. His identity is eternal. Seine Identität ist auch ewiglich. So everything about Christ which is not seen is eternal. Alles, was Christus angeht, was für den bloßen Augen unsichtbar ist, ist ewiglich. This is the Christ we are joined to. Also mit diesem Christus sind wir verbunden. So our life, unser Leben also, is eternal. Ist ewiglich. Our blessing is eternal. Unser Segnung ist ewiglich. This is the rest I'm talking about. Also von dieser Ruhe spreche ich und nicht jeden Sonntag Segen holen komm. Amen. Amen. That everything God has given to us, dass alles, was Gott uns gegeben hat, we must celebrate, we must be happy, because that which is not seen, that which is not touchable, is eternal. It is nothing can step into that which pertains to you and change it. Amen. Amen. Hallelujah. The treasure, the riches that God has enriched us with is established in the realm of the spirit. It is good news for us. Amen. Because everything which is in the realm of the spirit is unchangeable. Amen. There is no demon, there is no Satan, there is no condition that can change the state of the blessing God has blessed upon us. Amen. Amen. That's why we are rejoicing. That's Amen. Why we can only connect to it by faith. We Amen. Only need to believe that Amen. It is so. Amen. Und deshalb ist es wichtig für uns, wirklich alles, was uns geschenkt wurde in Christus, zu feiern. Zum Beispiel seine Auferstehung, seine Liebe für uns, die Sohnschaft, diese ewige Gemeinschaft von Finsternis, von Dunkelheit, von Furcht getrennt. All diese Dinge, dass er hat uns ins Licht gebracht, all das, was er uns geschenkt hat, ist ewiglich. Warum? Es ist im Geiste gegründet. Das heißt, alles, was er ist, ist geistlich verkörpert. Das heißt, die Segnungen, die wir in Christus haben, kann sich nicht ändern. Also die laufen nicht aus. Ja, ist kein Vertrag, den du erneuern musst. Also es ist nicht so, dass es verblasst, ne? Also wie ein Hemd oder sowas. Im Gegenteil, es ist, und deshalb ist es wichtig für uns, dass wir dies verinnerlichen und dies verkörpern, damit wir das, was unsichtbar ist, sichtbar verkörpern. If you are the son of God, wenn du der Sohn Gottes bist, change this stone to bread. Verwandle diese Steine zu Brot. I'm a son of God. Ich bin Sohn Gottes. There's nothing I can do that can change that statue. Ob ich die Steine in Brot verwandle oder ins Krabben, das ändert nicht meine Sohnschaft. That was the response of Jesus. Aber genau das war doch die Antwort Jesu. And so every temptation is a challenge against your eternal statue in God. Deshalb jede Versuchung ist eine Herausforderung zu deiner ewigen Stellung vor Gott. If you are blessed, why you don't have enough? Ja, also wenn du gesegnet bist, warum hast du so eine leere Tasche?
Hallelujah. It's Halleluja. A challenge. Ist eine Herausforderung. The devil challenges your statue that has been attributed to you according to your oneness with Christ. Amen. Amen. So every temptation we go through, Paul tells us, is that which is common to man. It is a common thing to man. But you are not a common man. Amen. Amen. You're not common. Jede Versuchung, die wir durchmachen, fordert unsere geistliche Stellung vor Gott, unsere Sohnschaft, unsere Beziehung mit Gott heraus. Es geht nicht um das, was du in der Tasche hast oder was du körperlich siehst. Es geht ja darum, wirklich anzuzweifeln. Ist Gott wirklich wahr? Ist es wirklich wahr, dass du mit Gott in Beziehung getreten bist? Stimmt es wirklich, dass derjenige, der unsichtbar ist, hat Wohnung in dir aufgenommen? Das soll angezweifelt werden durch die Versuchung. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. So that's why we fight the good fight of faith. Und deshalb führen wir den guten Kampf des Glaubens. So wie der Pastor vorhin gesagt hat, das ist der Grund, warum diese geistlichen Dinge, damit wir sie auch, ich sag mal so, genießen, damit wir zu dem Nutzen kommen, brauchen wir Glauben. Amen. We lay hold of eternal life. Wir ergreifen ewiges Leben. So all that which contain in eternal life, alles was im ewigen Leben beinhaltet ist, is that which we need to lay hold of. Ist genau das, was wir ergreifen müssen. Because temptation is to take us away from. Denn die Versuchung ist da, um uns von unserer ewigen Beziehung mit Gott rauszunehmen. And so when we stay there, doch wenn wir uns entscheiden, in dieser Beziehung zu bleiben, we confess our position, ja, und wenn wir aus Überzeugung unserer Stellung bekennen, we are aware of our position, uns ist unsere Stellung bewusst, it manifest. Was passiert denn? Das, was bisher unsichtbar ist, wird unsere Erfahrung sein. Because time cannot change it. Denn warum? Die Zeit kann unsere ewige Beziehung mit Gott nicht ändern. It is permanent. Denn warum? Die Beziehung ist dauerhaft. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so Paul says, Paulus drückt sich so we aus, know no man after the flesh. Wir kennen niemanden nach dem menschlichen Dasein. We know every man according to the statue or the position, the identity God has attributed to them in Christ. Sondern wir kennen jeden Menschen entsprechend der Stellung, die jeder vor Gott hat in Christus. Amen. Amen. This is what makes us unique. Aber das macht uns einzigartig. We are different. Ja, wir sind anders. From any association in this world. Und zwar von anderen, sag mal so, Organisationen oder ich sag mal Vereine in dieser Welt. We are supposed to. Also, ich sag's mal richtig. Es sollte eigentlich so sein, dass wir anders sind. But we've lost it most of the time. Doch leider Gottes hat man sich doch ablenken lassen. The spirit of the world at times have a grip on the church. Ja, der Geist der Welt ergreift die Gemeinde so stark, dass die Gemeinde sogar eine Erkältung bekommt. Amen. Amen. The spirit of the world simply means the spirit of merit. Ja, was heißt der Geist der Welt? Der Geist der Welt heißt der Geist des Verdienstes. I relate with you based on what you have, ja, based on what I can have from you. Genau, ich gehe mit dir um aufgrund dessen, was du hast oder was ich von dir bekommen kann. But we judge thus. Doch wir urteilen wie folgt. If one died, wenn einer gestorben ist, all were dead. Dann sind alle gestorben. So one, the one that remains, also der eine, der geblieben ist, is Christ. Ist Christus. So everything that we are to do, alles, was wir tun sollten, we place our eyes on him. Ja, tun wir mit unserem Blick auf ihn in uns. He's our rest. Denn er ist unsere Ruhe. He's our goodness. Er ist unsere Güte. He's our joy. Er ist unsere Freude. He's our strength. Er ist unsere Stärke. Everything that we will ever need in life, alles, was wir je im Leben benötigen werden, God has placed in Christ. Das hat Gott in Christus gestellt. And this is the content of the gospel. Und genau das ist der Inhalt des Evangeliums. And as we hold on to the gospel, und so wie wir das Evangelium festhalten, we overcome the world. Überwinden wir die Herausforderung aus dem körperlichen Ansicht. Jesus said, Jesus sprach, these things have I written unto you, Folgendes habe ich euch geschrieben, that in me, damit ihr in mir you might have peace. Frieden habt.
John 16, the verse 33. Das findet man in Johannes Evangelium 16, Vers 33. But in the world, doch in der Welt, you shall have tribulation. Wirst du Bedrängnis erleben. But cheer up. Dennoch freue dich. Be of good cheer. Freue dich trotz Bedrängnis. What brings cheering? What brings joy? Also, was verursacht Freude trotz Bedrängnis? It's a good news. Das ist die frohe Botschaft. It's the gospel. Das ist das Evangelium. So, what Jesus is saying, also, Jesu Aussage, that you're going to cheer up, ja, was when heißt, the gospel will be preached unto you, you will receive the joy of God, and in the joy of God, you will know that he has overcome the world. Lautet wie folgt, nämlich, du wirst das Evangelium hören, und durch dieses Hören und die Annahme des Evangeliums erlebst du die Freude Gottes. Und in dieser Freude wirst du erkennen, dass er die Welt, sprich alles, was einem entgegenkommt, überwunden hat. Halleluja. Halleluja. Thank you, Father. Danke, Vater.